Und dann fing es irgendwann an, dass auch Nacktfotos rumgingen. Und hallo! Ich dachte, ich mache heute mal so ein bisschen wieder ein Video, wo ich mit euch über ein ernsteres Thema rede und versuche euch ein bisschen so aus meinem Leben zu erzählen und so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Und heute dreht sich alles um das Thema soziale Abhängigkeit und Bestätigung und Aufmerksamkeit. Und ich erzähle euch heute einfach mal so ein bisschen, wie ich die ganzen Social-Media-Erfahrungen gesammelt habe, als ich jünger war, was für Erfahrungen ich da gesammelt habe. Genau, und alles quasi zu dem Thema. Bei mir hat es ungefähr so mit, keine Ahnung, 11, 12 angefangen, dass ich so das erste Mal so richtig Kontakt mit Social Media hatte. Und bei uns damals, weil ich ja in Bayern in Unterfranken wohne, gab es so einen Chat, der hieß MeinFranken-Chat. Das war das erste Internetportal, wo ich mich irgendwie angemeldet habe. Und das war anfangs noch so ein ganz normaler Chat. Da konntest du auch nicht wirklich viel machen. Also das war so ein Chatroom, da konntest du drin schreiben, dann konntest du noch privates Chat führen und Bilder hochladen. Und irgendwann gab es dann auch mal so Funktionen, wo du die Bilder dann auch so bewerten konntest und so. Aber keine Ahnung, also das war nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Social-Media-Seiten heutzutage. Auf jeden Fall war es damals bei mir noch so, dass ich mich da angemeldet habe und meine Eltern das auch, glaube ich, nicht wussten am Anfang und ich immer bei der Nachbarin mich dann über ihren Computer so eingeloggt habe. Das waren so meine ersten Erfahrungen dann. Irgendwann danach kam dann auch mal Schüler-VZ und schreibt mir in die Kommentare, wer von euch alles noch auf Schüler-VZ war. Schüler-VZ, ich weiß gar nicht, ob es da so Funktionen gab, wie dass man das Bild irgendwie liken konnte oder so. Ich glaube fast schon. Ich glaube, da gab es auch so, mir gefällt's oder mir gefällt's nicht. Aber damals war dieses ganze Aufmerksamkeitsding und Likes noch nicht so wichtig. Dann, als ich so 13 war, glaube ich ungefähr, habe ich mich irgendwann auf Facebook angemeldet und ich glaube, ich hatte dann irgendwann in dem Zeitraum auch meinen ersten Laptop. Das waren aber noch die Zeiten in Facebook, wo man halt nur von daheim quasi in Facebook war und auch noch im Chat geschrieben hat, ich gehe jetzt offline oder ich bin jetzt off. Also das hat man früher so geschrieben. Das waren auch noch die Zeiten, wo man so keine Ahnung, so Abkürzungen für jeden Scheiß gemacht hat. So anstatt wie geht's, so WG und anstatt so hab dich lieb, gab es HDL und IDA und dieses ganze Zeug. Das waren damals noch die Zeiten in Facebook. Und da habe ich schon gemerkt, also so mit 13, irgendwie gibt es immer so beliebte Kinder in der Schule. Und es sind dann auch immer die, die im Internet auf ihren Profilbildern und so viele Likes haben und so. Aber ich habe mich da am Anfang echt noch überhaupt nicht drum geschert und es war mir eigentlich so ziemlich egal so. Ungefähr. Und dann irgendwann so im Lauf, als ich dann schon ein bisschen länger auf Facebook war, habe ich eigentlich gemerkt, was das für einen Druck auf die Leute macht. Als ich dann vielleicht ungefähr so 14 war, habe ich selber gemerkt irgendwie, ich habe damals angefangen, damals war das so ein Ding, dass du eine eigene Facebook-Seite quasi eröffnest und ich habe dann so eine Facebook-Seite gemacht und ich habe stundenlang damit verbracht, diese Facebook-Seite irgendwie hochzukriegen. Und ich hatte damals auf dieser Facebook-Seite, glaube ich, über 4000 Likes und ich fand es so krass, weil es war damals halt für meine Verhältnisse ziemlich viel. Und, aber mir war das damals so wichtig, dass ich da so viel Zeit reingesteckt habe. Und ich weiß nicht, schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr sowas früher auch gemacht habt, so eine eigene Facebook-Seite erstellt habt und dann immer bei anderen Seiten so geschrieben habt, ich weiß gar nicht mehr, was man geschrieben hat, irgendwie so, keine Ahnung, dass man halt einfach die Seiten gegenseitig so postet und dann so, ja, Likes kriegt quasi. Also bei mir hat sich teilweise eine große Zeit lang nur darum gedreht, Likes zu kriegen, also quasi Bestätigung irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe dann auf dieser Seite auch viel Zeit damit verbracht, Bilder zu bearbeiten und so. Das war damals mein Hobby und man muss auch sagen, ich habe damals in einem kleinen Dorf gewohnt. Also ich bin da halt, klar, als ich jünger war, oft rausgegangen und so. Und als ich dann irgendwann älter war und meinen eigenen ersten Laptop hatte, so, dann war ich halt nur noch daheim, weil da war halt auch keine gute Infrastruktur, irgendwo hinzukommen. Ich habe sau viel Zeit im Internet da verbracht. Genau. So war das dann. Und irgendwann hat sich das dann so weiterentwickelt,
dass in der Schule so, ich weiß nicht, die Beliebten, die hatten halt immer sau viele Likes und so. Und dann fing es irgendwann an, dass auch Nacktfotos rumgingen und ja, dass dann diese Personen Fotos von sich rumgeschickt haben oder freizügige Bilder ins Internet gestellt haben für Aufmerksamkeit. Und das war echt so ein Punkt, wo ich mir so dachte, was ist da los? Was? Also mir war das eine Zeit lang auch echt wichtig. Also keine Ahnung, bestimmt so, ich weiß es jetzt nicht genau, bestimmt so, bis ich 16 war fast oder so, dass ich auch so Likes habe. Also mal ganz ehrlich, es war irgendwie, also es ist keinem so richtig egal gewesen damals. Und es war halt immer so, damals gab es auf Facebook so diese Methode, das haben viele gemacht, dass sie ein Bild irgendwie hochgeladen haben, also ein Profilbild und das dann irgendwie so aktualisiert haben, dass nochmal angezeigt wurde, dass man mehr Likes kriegt. Und es hat sich alles irgendwie nur so um Likes und um Aufmerksamkeit gedreht und man hat sich irgendwie komisch gefühlt, wenn man, also damals war das so, wenn man so unter 100 Likes auf seinem Profilbild hatte und keine Ahnung, dann wurden immer so Profi-Model-Fotos gemacht und was weiß ich. Und mir war das damals auch echt wichtig, so mit 14, 15. Warum auch immer, mir war das wirklich wichtig, dass ich viele Likes auf Facebook habe. Ich habe auch damals irgendwie fast alle Leute angenommen, die mir eine Freundschaftsanfrage geschickt haben. Einfach nur, dass ich viele Freunde habe. Und ja, es haben zwar damals, und das habe ich auch gesagt, immer alle gesagt, ach, Likes, das ist mir doch vollkommen egal, das ist doch vollkommen egal. Ja, genau. Aber im Geheimen dann irgendwie das Profilbild aktualisiert oder was weiß ich. Also, oder damals gab es auch diese typischen Dinge, das sehe ich heute manchmal noch auf Facebook, keine Ahnung. Like und du wirst markiert oder die besten Liker werden markiert und so ein Zeug. Also, so ganz komische Dinge für einfach nur einen Klick. Und eine virtuelle Bestätigung. Und ich meine, gut, auf YouTube ist es ja teilweise dasselbe immer noch. Wie ist es dann weitergegangen? Genau, wegen dieser Dinge mit den Nacktfotos. Also bei mir zum Glück ist sowas nie passiert und da bin ich auch echt froh drum, dass ich so einen Schwachsinn nicht gemacht habe. Aber auf jeden Fall bin ich ja dann mit 14 irgendwann zu meiner Mutter in eine größere Stadt gezogen. Und da war es dann teilweise, also mit 14, da war es dann teilweise immer noch so, dass ich mir so viele Gedanken drum gemacht habe und so. Aber es war jetzt nicht mehr ganz so krass und ich habe auch nicht mehr oft auf Facebook was hochgeladen. Ich habe mein Profilbild vielleicht so alles halbe Jahr mal aktualisiert. Aber in der größeren Stadt, wo ich dann war, war es wirklich krass. Weil damals in der kleineren Stadt, wo ich war, da warst du schon so cool, sage ich jetzt mal, wenn du so, oder bekannt, wenn du so 100 Likes hattest und. Also das hört sich jetzt wahrscheinlich auch total bescheuert an und ich finde es auch jetzt mit fast 18 total bescheuert. Aber das war damals echt ein Thema. Und naja, als ich dann in der größeren Stadt war, da waren halt dann die Dimensionen auch total anders und so. Da, keine Ahnung, und da war es halt dann einfach so krass, weil dann wirklich teilweise 12-, 13-jährige kleine Mädchen Nacktfotos von sich im Internet rumgeschickt haben oder auf Facebook ziemlich freizügige Bilder gestellt haben, wegen Aufmerksamkeit oder teilweise wurde auch behauptet, die wurden ja nicht wegen Aufmerksamkeit gemacht. Also, keine Ahnung, falls das jetzt zufällig irgendjemand aus der Stadt sieht, der mich kennt, ich möchte damit auch niemanden irgendwie angreifen oder so. Also, ich finde, jeder muss das für sich selber wissen und aus welchen Gründen auch immer. Ich will da auch keine so Verurteilungen machen, aber man hatte halt schon, also man wusste irgendwie schon so ein bisschen, dass diese Bilder teilweise echt wegen Aufmerksamkeit gemacht wurden und dementsprechend waren diese Leute dann halt auch so auf Facebook berühmt, also in der Stadt und ja, und dann war es irgendwann so, dass wir alle älter geworden sind. Wie gesagt, ich bin jetzt fast 18 und die ganzen Mädchen da, die da halt so Nacktbilder rumgeschickt haben oder von denen Nacktbilder rumgeschickt wurden, die sind jetzt auch alle älter und davon hört man auch nichts. Und ja, ich finde es halt einfach krass. So, das ist jetzt die Geschichte und jetzt kommt die Moral der Geschichte, was ich euch eigentlich damit sagen wollte, weil ich weiß, dass auch viele jüngere Mädchen zugucken und ich weiß, dass die Dimension von
von dem Druck, der auf einem liegt und von dieser Social-Media-Abhängigkeit heutzutage noch viel, viel, viel größer ist. Und ich möchte euch einfach nur damit sagen, lasst euch nicht so unter Druck setzen. Es ist doch vollkommen egal, wie viele Likes ihr auf Facebook habt. Und ich meine, klar, ich sitze jetzt hier, mache ein YouTube-Video. Klar, das ist ja auch irgendwie nach Aufmerksamkeit suchen oder nach Bestätigung suchen. Und der Mensch ist so veranlagt, dass er immer nach Bestätigung sucht. Aber ich finde, da kann man schon differenzieren, weil ich versuche meine Videos zu machen, klar, um auf der einen Seite meine Meinung nach außen zu bringen, aber ich versuche auch wirklich auf der anderen Seite so ein bisschen qualitativ gute Videos zu machen und nicht irgendwie nur Videos zu machen, um mega viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich meine, klar, es ist total schön, wenn man irgendwie ein Video hat oder ein Bild hat, was sehr viele Leute liken oder halt anschauen und drunter schreiben, keine Ahnung, du siehst toll aus oder ich mag dich oder so, das freut einen. Aber ich finde, sowohl auf YouTube als auch auf Facebook als auch auf anderen Plattformen finde ich es einfach sehr krass heutzutage, wie viel Gewichtung darauf gegeben wird, dass man irgendwie beliebt ist im Internet. Wisst ihr, was ich meine? Also vor allem halt, wie gesagt, diese Sache auf Facebook, das ist halt teilweise, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt so bei den Leuten in dem Alter ist, also so in dem Alter 13, 14, wo ich vor 3-4 Jahren war, wie es da jetzt ist, ob solche Sachen immer noch ein Thema sind oder nicht, aber leider glaube ich das schon. Und ich finde es halt einfach, ja, schlimm und macht euch da nicht selber so einen Stress. Es ist doch vollkommen egal, also wenn ihr jetzt nicht irgendwie aus eurer Klasse diejenige seid, die die meisten Likes auf ihrem Bild hat, dann ist es doch vollkommen egal, was sagen diese Likes denn aus. Klar, das ist viel Aufmerksamkeit, aber es ist ja nur virtuelle Bestätigung. Und ich denke, das ist ja eigentlich nicht das, was zählt. Und ich finde auch nicht, dass man einen Menschen daran messen kann, dass er irgendwie besonders oder toll ist, dadurch, dass er viele Likes hat oder viele Aufrufe. Ich meine, gerade auf YouTube, damit will ich auch niemanden angreifen, aber es gibt so viele tolle YouTuberinnen oder YouTuber, die ich schaue, die nicht so bekannt sind, wie teilweise sehr, sehr große und die ich jetzt vielleicht für nicht so toll halte. Und deswegen, das sind einfach nur Zahlen und ja, die sagen eigentlich gar nicht so viel darüber aus, wer du bist und ob du jetzt irgendwie besonders hübsch bist oder besonders intelligent oder besonders kreativ oder so. Vor allem gerade im Internet, das ist teilweise auch sehr viel Zufall oder auch sehr viel, auf YouTube ist es sehr viel, machst du jetzt irgendwas Eigenes, das kennt dann aber keiner, dann ist es schwer, es zu finden. Oder läufst du mit dem Strom mit und machst vielleicht was, was jetzt gerade im Trend ist. Also das habe ich jetzt vor allem bei meinem WhatsApp-Prank gesehen. Ich mache ja eigentlich Pranks nicht und so. Und ich hätte nie gedacht, dass das jetzt so krass durch die Decke geht. Weil wie gesagt, als ich das Video gedreht habe, das war ein paar Tage nach dem Video von Ambre, da war das nicht so ein Ding. Und jetzt auf einmal ist dieses WhatsApp-Prank-Ding voll im Trend. Und ja, das sieht man ja wieder. Ich mache ein Video wie zum Beispiel mein Back-to-School-Video, was sehr viel Arbeit ist und sehr viel Aufwand und sehr lange gedauert hat, auch das zu schneiden. Und was ich persönlich auch, also ich bin da stolz drauf und mir gefällt es. Und jetzt zum Beispiel so ein WhatsApp-Prank ist zwar auch viel Arbeit und so, aber die Verhältnisse sind einfach von den Klicks her so ein krasser Unterschied. Und es liegt vielleicht einfach nur am Thumbnail oder einfach nur am Titel oder einfach nur an der Sache, weil das halt gerade irgendwie cool ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie in dem Video voll der andere Mensch bin und da irgendwie toller bin und deswegen mehr Aufmerksamkeit bekomme als in dem anderen Video, sondern es richtet sich einfach nur danach, was die anderen sehen wollen. Und genau das ist halt das Ding. Wisst ihr? Ihr könnt euch verbiegen für Aufmerksamkeit und jeden Trend nachrennen, aber diese Bestätigung bekommt ihr halt dann dafür, weil das die Interessen der anderen sind. Aber es ist doch viel wichtiger, dass man sich auch teilweise selber treu bleibt und was bringt es einem denn? Das ist genauso wie mit Facebook-Freunden. Ich glaube, das war auch irgendwie mal so ein Ding, dass man
halt cool war, wenn man so sau viele Anfragen irgendwie so hatte. Und ja, deswegen, ich bin so mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, es ist mir egal, wie viele Likes ich auf meinem Profilbild habe. Und ich muss jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, mit jedem in Facebook befreundet sein. Ich nehme mittlerweile auch wirklich nur noch die Leute an, die ich auch kenne. Und ja, ich denke mal, das ist bei den meisten so, umso älter ihr werdet, umso mehr lernt ihr daraus, wie unwichtig das eigentlich ist. Und ja, mein Kanal ist relativ klein auf YouTube. Ich meine, klar, ich finde es cool, wenn der irgendwie noch ein bisschen größer wäre, weil ich dann einfach gerade mit solchen Videos versuchen könnte, mehr Leute zu erreichen. Aber wenn es so bleibt, wie es ist, finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, weil ich mag das so und ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich nur 5 Kommentare unter meinem Video habe. Ich freue mich da über jeden einzelnen. Und ja, verbiegt euch da einfach nicht so arg und macht euch nicht so verrückt. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr nicht 2 Millionen Follower auf Instagram habt und so. Das ist scheißegal. Und vor allem, wenn ihr älter seid, dann werdet ihr auch merken, dass am Ende die wahren Freunde und das, was einen wirklich glücklich macht, da hast du vielleicht eine Handvoll. Also ich habe jetzt bestimmt auch nicht mehr Freunde, wo ich sage, das sind jetzt so die richtig, richtig, richtig engen Freunde, auf die ich mich immer 100% verlassen kann, bei denen ich um 2 Uhr nachts klingeln kann und die machen mir auf und helfen mir. Und ich meine, klar, es ist auch cool, wenn man so viele Leute kennt, mit denen man mal so abhängen kann. Aber im Endeffekt ist nicht diese Popularität das Anstrebenswerte im Leben, sondern einfach so richtige und wahre Freunde zu finden. Genau, und tut mir bitte einen ganz großen Gefallen. Alle jungen Mädchen, die das irgendwie sehen, kommt bitte nie auf so eine blöde Idee. Irgendwie, wenn euch irgendeiner dazu drängt, sowas wie Nacktfotos oder sowas zu machen und auch nicht irgendwie im Bikini oder sowas. Also das muss eigentlich auch nicht sein. Und auch, also ich will damit jetzt niemanden angreifen, weil diese typischen Instagram-Bilder, wo irgendwelche Mädchen da liegen oder da stehen und ihren Arsch so in den Spiegel rausstrecken, bitte macht sowas nicht. Ihr wisst gar nicht, was das für einen Einfluss haben kann. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid jetzt 14 oder so und macht das. Und dann habt ihr mit 16 eure mittlere Reife oder ja, mit 18 oder so euer Abi und ihr wollt euch irgendwo bewerben. Vor allem bei Ausbildungen und so. Die checken alles im Internet. Und wenn ihr irgendwie öffentlich auf Facebook oder auf Instagram solche Bilder postet, dann ist das gleich schon mal ein Kriterium, warum man nicht genommen werden kann. Und glaubt mir, auch wenn es vielleicht gerade so im Trend ist, sowas zu machen, macht's einfach nicht. Macht einfach nicht irgendwelche anzüglichen Bilder und vor allem bitte keine Nacktbilder oder so. Also vor allem nicht in so einem jungen Alter, weil das schadet euch einfach später so sehr. Ihr wisst gar nicht, was da alles passieren kann und ihr müsst euch ja auch mal überlegen im Internet, das kann jeder sehen. Und würdet ihr nackt in der Stadt rumlaufen oder in Unterwäsche oder so freizügig, dass das jeder sehen kann? Also wirklich jeder, auch der komische Typ von nebenan, dem ihr immer so in 10 Meter einen Bogen um ihn macht. Deswegen bitte seid bei sowas echt vorsichtig und macht sowas nicht. Und vor allem nicht wegen Aufmerksamkeit, weil wenn das irgendwann rumgeschickt wird und so, glaubt mir, da habt ihr mehr Schaden von, als ihr denkt, dass das irgendwas bringt. Genau. Und ich glaube, ich habe genug den Moralapostel gespielt. Wie gesagt, ich wollte euch ganz offen und ehrlich so meine Erfahrungen erzählen und auch mal so zugeben, dass auch mich das damals ziemlich betroffen hat und so. Und dass auch ich da so jemand war, der da ziemlich like-geil war, sag ich jetzt mal. Ja, aber ihr lernt mit der Zeit dazu, umso älter ihr werdet. Und ich hoffe, ihr konntet die Message in dem Video ein bisschen verstehen. Und da ich ja das Thema falsche Freunde angesprochen habe, würde es mich auch interessieren, ob ihr gerne mal ein Video darüber sehen würdet, wo ich einfach mal über das Thema falsche Freunde spreche. Und da hätte ich auch so ein paar Stories, die ich erzählen könnte, die mir so passiert sind, woran ich dann ganz klar gemerkt habe, okay, das sind keine richtigen Freunde. Ja, und wie ihr euch vielleicht davor so ein bisschen wappnen könnt.
Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und noch einen schönen Tag. Tschüss!